Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Du bist immer noch hier? Ja. Ich frage mich nur, was geschieht jetzt? Es gibt eine Menge zu tun. Washington muss festlegen, wann und wo wir als nächstes zuschlagen. Und wir müssen unsere Botschaft ausarbeiten. Botschaft? Wir müssen sofort die Flugblätter kontakten, damit jeder weiß, dass die Loyalisten das Feuer in Lexington eröffnet haben. Aber niemand weiß, wer zuerst schoss. Genau deshalb müssen wir das schnell verbreiten. Wir legen die öffentliche Meinung fest. Das scheint unehrlich. Vielleicht. Na und? Das Volk muss glauben, dass wir in Notwehr handelten, sonst hätten wir Verrat begangen. Habt ihr aber. Sollen wir uns lieber einem Tyrannen beugen? Ist es das, was du vorschlägst? Nein, natürlich nicht. Niemandem sollte die Freiheit verwehrt bleiben. Trotzdem, die Wahrheit zu beugen, scheint mir ein gefährlicher Weg zu sein. Verstehe, Connor, dass dieser Krieg nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in Herzen und Köpfen geführt wird. Etwas Theater kann da nicht schaden. Vor allem, wenn es Leben rettet. Das stimmt. Im Zweifel kämpfen immer beide Seiten mit solchen Mitteln, deswegen. Was? Oh Gott. Hier ist direkt eine Feder. Die wollen wir uns schnell schnappen. Hey. Da kann ich hoch. Mann, Connor. Ja, ich bin gespannt, wie viel wir... Also ich laufe jetzt immer ein bisschen die Wege. Ich werde gar nicht so viel teleportieren. Dann sammeln wir halt am Weg ein, was geht, ne? Weil, sonst weiß ich nicht. Ich will jetzt eigentlich nicht so nur rumlaufen und die extra einsammeln, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Das können wir mal mit den Klunkern machen oder so, aber jetzt nicht mit den Federn. Ich meine, ich glaube schon, dass ich sie sammeln werde. Aber weil ich Bock habe, 100% zu machen. Aber, ne. Mehr halt dann auch nicht, ne? Aber jetzt mal so den kleinen Aussichtsturm neben der Story. Weil ich glaube sogar, dass die Story in Boston oder wo weitergeht. Oder im Grenzland vielleicht sogar. So genau weiß ich nicht. Also wir haben das letzte Mal George Washington kennengelernt. Irgendwie kann man hier auch jagen, ne? Irgendwie gab's hier so Jagdkarten. Hier zum Beispiel wissen wir es noch gar nicht, was man hier so jagen kann. Ah, warte mal, hier ist eine Feder. Wäre ich doch. Da alles. Piratenintervall.
da, Mann, bei PT. Ja, Mann. Erlegt. Nicht schlecht. Auch das erste Weipiti-Geweih. Ich habe mitbekommen, dass wir so viele neue Waffen bekommen haben. So, hier haben wir so eine Art Leuchtturm. Lass mich raten, es wäre genau auf der anderen Seite gewesen. Eh klar. Da. Hoch, da Connor. Ganz Tagzeit. Sieht man viel. Jetzt will uns gleich der Blitz treffen. Dann wollen wir da noch flott die Kiste holen. Hier so wie sie abseits aber einzeln rumsteht. Ein Plan erhalten für Bier. Super. Heißt Abenteurer. Was gibt es da? Das ist zumindest ein Zeltlager. Kentuckys Wildnis und jagten und häuteten Elche. War bei meinem dritten Ballen, als sie über uns herfielen. Nicht weniger als ein Dutzend Shawnee-Krieger bedrohten uns mit Musketen und Pfeilen. Mein Gefährte war steif vor Angst. Auch mir fuhr der Schreck in die Glieder, doch ich erinnerte mich an das bisschen Shawnee, das ich konnte. Ihr Anführer sprach zu schnell, doch ich verstand, dass wir seit etwa einem Monat in ihrem Territorium wilderten. Kitten waren auf uns gerichtet. Die Pfeilspitzen spürten wir in unserem Rücken. Machte ich ein Angebot in gebrochenem Shawnee. Unsere Beute, meine drei Ballen und die anderthalb meines Gefährten, im Austausch dafür, dass wir das Shawnee-Land verlassen dürfen. Der Anführer nickte. Sie luden unsere Beute auf und zogen sich zurück. Ihr Boss blieb etwas länger und starrte uns an. Starrte durch uns hindurch mit seinen schwarzen Augen. Und dann war er weg. Wir standen auf und liefen zurück nach Osten. Monate der Arbeit verloren, doch unsere eigene Haut gerettet. Ich sah die Shawnee nie wieder, doch ich weiß, sie folgten uns. Ich konnte ihre Augen im Rücken spüren, bis nach North Carolina. Mhm. Als er am Lager der Abenteurer nach Hinweisen sucht. Wo ist das? Hier. Ach so. Ja, dann machen wir das nicht. Wir müssen nicht jetzt gleich. Wir machen erstmal unsere Mission hier weiter. Alles gut. Unter Konflikt. Ich suche nach Israel Putnam. Auf wessen Befehl? Samuel Adams. Folge mir.
ist nicht Bunker Hill. Nein, es ist Breeds. Es gab einige Unstimmigkeiten, wo wir das Lager aufschlagen. Neuigkeiten aus Boston? Die Briten warten ab. Und immer wenn wir Druck machen, verlieren wir ein Dutzend Männer. Ich glaube, Putnam und die anderen wollen Artillerie auf den Hügeln in Stellung bringen. Ein guter Beschuss ändert ihre Strategie vielleicht. Und was ist mit John Pitcairn? Der Bastard ist der größte Maulwurf von allen. Nur ab und an kommt er raus, um zu provozieren oder Kanonengröße zu senden. Doch das macht nichts. Der kriegt noch früh genug, was er verdient hat. So. Spannend, wo wir unser Lager haben. Putnam ist gleich davor. Hat's den nicht verfehlt. Ich gebe nichts auf Entschuldigung, Gentlemen. Wir sollten auf Bunker Hill bauen. Breeds ist näher an der Stadt, aber auch viel näher an ihrer Artillerie. Zum Bunker Hill! Guten Tag, Gentlemen! General Putnam! Was? Ich suche nach John Pitcairn. Mir wurde gesagt, dass ich hier Hilfe finde. Er ist in der Stadt verschanzt und hat keinen Grund, sie zu verlassen. Solange dieses Schiff seinen Angriff fortsetzt, bleibt er in seinem Nest. Und wenn das Schiff gestoppt würde? Dann wäre der arme John wohl gezwungen, seinen Arsch hochzukriegen. Also diese Flagge, wenn ich Erfolg hatte. Und ich werde eine schöne Rede an deinem Grab halten. Bisschen mehr Vertrauen, bitte. Schauen wir, ob wir das ohne Schaden schaffen. Grenadier per Luftattentat eliminieren auf dem Schiff und entdeckt werden. Wie lange wollen wir mich denn noch anschauen? Das ist halt anders.
haben wir nicht entdeckt werden. Das ist jetzt schwierig. Kein Problem für uns. Ja, mit dem Unbemerkt. Das tut mir da so schwer. Ich bin so schlecht. Im Unbemerkt bleiben. Sieht mich gar nicht. Das Enderball. Diese sind manche von euch. Anzügensucht. Ja, fettig. Achso, jetzt muss ich noch bei beiden Schiffen auf den Mast klettern. Okay. Ob die das bei dem Nebel überhaupt sehen würden und die Explosion nicht schon gesehen hätten. Merken, dass keiner mehr schießt. Aber naja, okay. Zieht es jetzt schon für beide. Das wäre natürlich nett. So, zurück zur Küste schwimmen. Wir können sie mal drohender Konfliktmission beenden. Also 100% mache ich in dem Sinne schon mal nicht, dass ich... Nee, ich mache sicher nicht volle Synchronisation. Würde mich alle gern haben. Im Patrioten folgen. Die Kanonenkugel ist auch nicht schlecht.
springt da einfach in der Luft rum. Sie sind in der Überzahl, sagt ihr. Besser bewaffnet, besser ausgebildet. Doch ich fürchte sie nicht. Und ihr habt auch keinen Grund. Denn trotz besseren Materials fehlt es ihnen dennoch an Überzeugung. Uns jedoch nicht. Wir haben Disziplin und Ordnung. Und was am wichtigsten ist, wir haben Leidenschaft. Wir glauben. Also bleibt wachsam. Wart Munition. Wartet auf eine freie Schussbahn und vor allem anderen Männer. Schießt erst, wenn ihr das Weiß in ihren Augen seht. Das heißt wohl Krieg. Wir wieder mittendrin statt nur dabei. Gott verdamme ich! Geschafft! Das war eine gute Ansprache. Lügen, allesamt fürchte ich. Doch, solche Lügen brachten uns so weit. Was ist mit dem Kerl? Er verließ Boston, wie ich vermutete. Hat ein Lager auf Mountain Hill bezogen. Man wird kaum an ihn herankommen. Nicht bei diesem Durcheinander da unten. Ich schätze, dass du ausgeflogen bist. Oder warten, bis wir ihre Reihen gelichtet haben. Wir haben keine Zeit. Ich muss den direkten Ansatz wagen. Das zweite Mal heute, dass du das Unmögliche vorschlägst. Ich habe keine andere Wahl. Weil du verrückt bist wie ein Hase im März. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich eine Entschuldigung. Wir sind schon ein bisschen verrückt. Jetzt wollte ich eigentlich das hier statt dem Tomahawk nehmen. Hier und den Bogen. Bin ich denn? Oh ja. Tja, ich erinnere mich, dass das eine ziemlich coole Mission war. Da fühlt man sich wirklich einfach. Ich finde, auch wenn es unrealistisch ist, gar keine Frage. Wir sind natürlich viel zu stark, als ob man das schafft.
per Luftattentat. Heißt, wir müssen irgendwie nach oben kommen. Ehrlich, was ich hier mache. Da verlieren die ein Interesse an mir. Luftattentat. Nicht besonders schön, aber scharf. Warum hast du das getan? Um Adams und Hancock zu schützen und ihre Dienstherren. Du wolltest sie töten. Sie töten? Bist du verrückt? Ich wollte nur verhandeln. Es gab vieles zu besprechen, zu erklären. Dem hast du ein Ende gesetzt. Wenn das die Wahrheit ist, überbringe ich ihnen deine letzten Worte. Sie müssen die Waffen niederlegen. Sie müssen den Krieg beenden. Warum sie und nicht die Rotröcke? Glaubst du, wir hätten sie nicht um dasselbe gebeten? Solche Dinge brauchen Zeit. Wir hätten Erfolg gehabt, hätte ich meine Rolle erfüllt. Die Rolle des Puppenspielers. Besser wir halten die Fäden als ein anderer. Nein, es sollte keine Fäden geben. Alle sollten frei sein. Und wir alle sollten in Luftschlössern leben. Du
Du führst deine Klinge wie ein Mann, aber du redest wie ein Kind. Und deshalb werden noch mehr sterben. Saha yonere ne o tenam da setakwe. Tini o ne yaho tena tam da setakwe. Mich ranschleichen. Warum haust du nicht ab und hilfst beim Abbau des Lagers? Und tu das nicht noch einmal, hörst du? Gott verdammt! General Putnam. Du lebst. Das kann man von Pitcairn nicht behaupten. Gut so, schätze ich. Aber das ändert nur wenig. Ich gab Befehl zum Rückzug. Wir haben zu viele verloren, zu wenig gewonnen. Wenn die Loyalisten den Hügel wollen, sollen sie ihn haben. Boston ist weit wichtiger. Es gibt ein größeres Problem. Wie meinst du das? Das kann nicht stimmen. Die wollen Washington ermorden. Das wollen sie. Ja. So, Mission beendet. Das ist der erste Teil, wo es so ein bisschen mal anfängt, dass in Frage gestellt wird, ob die Assassinen wirklich so das Gute sind. Sequenz 7 beendet. Was ich eigentlich auch gar nicht schlecht finde, das auch mal so ist. Wenn Geld nicht ausreicht, greifen sie zu Gewalt. Inzwischen habe ich Johnson und Pitcairn erledigt, ihre Pläne durchkreuzt. George Washington versammelt die Kolonisten. Und ihr Marsch in die Freiheit wird langsam ernst. Kein Wunder, fürwahr, dass die Templer seinen Tod wollen. Sie wollen dieses Land verwandeln. In etwas Kaltes und Geordnetes. In etwas Seelenloses. Und er ist ein Hindernis. Ich muss ihn retten. Auf dass sein Traum wahr wird. Und mein Volk sicher ist. Doch je mehr ich helfe, desto größer ist die Gefahr, entdeckt zu werden. Die Templer wähnen ihre Männer ein Opfer der Revolution. In ihren Augen sind die Assassinen tot und zerschlagen. Keine Bedrohung für sie. Doch ich fürchte, sie erkennen bald die Wahrheit. Und dabei auch mich. Ich muss vorsichtig sein. Davenport, Siedlung. Wie verläuft die Jagd, Connor? Es gibt Fortschritte, doch ich bezweifle, dass das reicht. Du bist, wo man dich am meisten braucht. Hättest du Charles Lee oder deinen Vater verfolgt? Was wäre dann mit Paul Revere oder den Soldaten in Lexington? Soldaten? Es gab keine Soldaten in diesen Städten. Nur Männer und Frauen, die sich selbst verteidigen mussten. Kämpfst du nicht genau deswegen, um dein Volk zu beschützen? Dein Kampf ist der Kampf der Kolonisten. Hilfst du den einen, hilfst du den anderen. Ermutigende Worte von einem, der diesen Kampf für aussichtslos hielt. Mach dir nichts vor. Das tue ich noch. Und doch erfüllen mich deine Erfolge mit etwas Stolz. Wo sollte ich deinen Anteil daran sehen? Sieh ihn nicht und gib den Umhang zurück und die Klingen und die Pfeile und all die Jahre der Ausbildung und das Wissen, das ich dir anvertraute. Gib mir all dies zurück, dann werden deine Worte vielleicht wahr. Oder gib einfach zu, dass du dich geirrt hast. Ach, Kind, bitte. Du tötest zwei Männer. Einer eher ein Kaufmann als ein Soldat. Da musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich beeindrucken willst. Ach, ist das so, alter Mann? Warum gehen wir nicht vor die Tür, hä? Ich würde dir nur zu gern demonstrieren, wie... Connor, das ist Benjamin Talmadge. Sein Vater war einer von uns. Kein Grund für Geheimnisse. Ich glaube, er hat uns etwas zu sagen. Achilles sagte mir, dass du einen Plan zur Ermordung des Commander in Chief entdecktest. Ja, aber ich habe nur falsche Ansätze und Sackgassen gefunden. Nicht mehr, mein Freund. Thomas Hickey ist dein Mann. Ich will dir helfen, ihn zu schnappen. Wie?
Ich erklär's dir auf dem Weg. Du und ich ziehen nach New York. Tja, aber das machen wir erst im nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed 3. Vielen Dank fürs Zusehen. Um Hickey kümmern wir uns das nächste Mal. Vielleicht, wahrscheinlich. Und macht's gut, bis dahin. Tschüssi.